Hallihallo und herzlich willkommen beim ersten News-Video zu unserem neuen Minecraft-Server. Hallihallo und herzlich willkommen beim ersten News-Video zum Pixelmon-Server Drake. Ja, es hat sich schon etwas getan, also es ist eine neue Welt und hier habe ich mal den Spawn aufgebaut mit einem kleinen öffentlichen Pokécenter. Das wird dann natürlich ein besseres Pokécenter mit Überdachung und so, also ein Haus. Hier habt ihr zur freien Verfügung alle Sorten Aprikokos. Und ja, da fängt die erste Route an. Da könnt ihr dann entlang gehen, wenn ihr wollt. Da drüben kommt dann die erste Stadt hin. Das sind dann einfach, ja, so wie halt in Pokémon-Spielen üblich, mehrere Gebäude mit einer Arena und so weiter. Und ja, wenn ihr kommt, könnt ihr das durchlesen, also müsst es eigentlich schon, weil es gibt Neuigkeiten hier. Also zuerst mal hier die Futures, dann die Regeln, normal eigentlich auf jedem Server, dann was ist wo, und dann kommt irgendwo noch Neuigkeiten und solche Sachen hin. Okay, und er hat seinen Imperator geschrottet. Okay. Also ich habe hier schon mal die Route 1 gemacht, die führt dann hin zu Spawn City. Ich habe es jetzt einfach mal vorläufig Spawn City genannt. Ihr dürft gerne Vorschläge ins Video unten schreiben, wie ich diese Stadt hier nennen soll. Und ja, und ihr dürft natürlich gerne mitbauen bei diesen Städten oder Arenen oder Gebieten oder so. Da können wir richtig gute Gebiete, Städte, alles mögliche bauen. Und ja, und jeder kann es dann anschauen, und vielleicht kommt auch ein kleines Geschenk dabei raus, aber mehr sage ich dazu nicht. Es kommt bald, dieses System, und ja, da gibt es auch richtige Belohnungen und so. Also ja, in diesem Server dürft ihr eben, wie im Ankündigungsvideo schon gesagt, richtig gut austoben. Ich will es eben so öffentlich machen wie möglich, einfach nicht, also eben nichts Böses machen auf diesem Server oder so. Wir werden jeden herausfinden. Wir haben eine Logdatei, da können wir jeder schauen, wer wann online war, was er gemacht hat und ja, mit wem er geredet hat oder so. Da können wir Komplizen auch finden und so. Weil wir wollen einfach ein gutes Klima auf dem Server. Dann werden böse Sachen bestraft und gute Sachen belohnt. Also, ja. Ihr werdet also viel Spaß auf diesem Server haben. Und ja. Müsst euch jetzt wirklich nichts schlecht fühlen, wenn ihr mal irgendwas Kleines Böses macht. Es wird noch nichts bestraft beim ersten Mal. Und ja. Auch die folgenden Male sind jetzt nicht so schlimm wie bei anderen Servern. So, und ja, diese Sachen hier sind zur freien Verfügung. Ich musste sie am Anfang noch ein bisschen wegmachen, weil ich habe gedacht, es wären 10 Meter Spawnschutz, aber es ist irgendwie ein bisschen mehr. Da musste ich die noch ein bisschen umpflanzen, und die Geräte habe ich jetzt einfach auf die hintere Seite gemacht. Und ja, könnte den Spawnschutz auch niedriger machen, aber das mache ich jetzt momentan nicht. Ja, also das war's schon wieder mit dem Video. Als nächstes werde ich eben die Stadt anfangen zu bauen und irgendwelche Verschönerungen rings um den Spawn machen. Und ja, irgendwann werde ich auch meine Pokémon trainieren und selber dann irgendwie, ja, Spaß haben mit euch. Und ja, okay, Dankeschön fürs Zuschauen, und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.